Hallo und willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial im Bereich Software. Was wir heute hier bearbeiten werden, ist, wie man unter Windows XP einen Windows 7 Installationsstick erstellen kann. Es gibt bereits eine Anleitung von Dennis Chung im Internet, die es ermöglicht, unter Windows Vista einen solchen Stick zu erstellen. Jedoch besitzt diese Version einige Nachteile. Zum einen ist diese lediglich in englischer Sprache verfügbar und zum anderen ist die Anleitung lediglich unter Windows Vista durchführbar. Aber kommen wir doch erst einmal zu der Frage, warum wir überhaupt einen USB-Stick verwenden sollten. Nun, es gibt dafür einige gute Gründe. Zum einen hat ein USB-Stick eine viel höhere Zugriffsgeschwindigkeit als ein DVD-Laufwerk. Heißt, bei einer Installation von Windows 7 vergehen bei einer Installation durch ein DVD-Laufwerk ca. 30 bis 40 Minuten. Bei einer Installation über einen USB-Stick vergehen ca. zwischen 5 bis 8 Minuten. Klingt nach einem größeren Vorteil. Des Weiteren gibt es eine neue Generation von Laptops, genannt Netbooks. Diese haben in der Regel kein DVD-Laufwerk. Nun ist es praktischer, einen USB-Stick mit sich zu führen, anstatt ein USB-DVD-Laufwerk. Klingt logisch. Des Weiteren hat ein USB-Stick den Vorteil, dass er nicht wie eine DVD oder CD verkratzen kann. Da ich Sie jetzt hoffentlich davon überzeugt habe, dass es besser ist, einen USB-Stick zu benutzen, kommen wir doch dazu, wie das überhaupt geht. Was benötigen wir für die Erstellung eines solchen Sticks überhaupt? Nun, zum einen benötigen wir zwei Programme und eine aktuelle Windows 7 Image. Klingt nicht nach viel. Wir benötigen zum einen das Programm WinSetup from USB und zum anderen das Entpackungsprogramm 7-Zip. Des Weiteren benötigen wir lediglich eine aktuelle Windows 7 Image im Format einer ISO-Datei. Okay, stecken wir doch einfach mal den USB-Stick ein. Okay, der USB-Stick scheint erkannt worden zu sein. Schauen wir es uns an. So, was wir hier sehen, sind zwei verschiedene Laufwerke. Das eine, hier genannt U3-System, ist ein auf dem USB vorinstalliertes Programm, welches uns aber hier in dem Fall nicht interessiert. Was uns interessiert, ist der hier sogenannte Windows 7 Speicherstick. Dies ist lediglich der Storage-Bereich des USB-Sticks, also das heißt einfach der Bereich, auf dem sämtliche Daten lagern. Bitte beachtet, dass ihr alle auf eurem Stick befindlichen Daten irgendwo sicherheitshalber kopiert, da wir diesen Stick formatieren müssen. Okay, schauen wir uns das Ganze einmal in dem Programm WinSetup from USB an. So, hier haben wir das Programm. Was wir hier sehen, ist die Selektion des USB-Sticks. In meinem Fall ein SanDisk Cruiser mit der Gesamtgröße von 4 GB bzw. 3,8 GB. Des Weiteren sehen wir hier zwei verschiedene Formatierungsprogramme, sowie hier vier Schaltflächen, von der wir später diese mit der Aufschrift Vista Setup PE Recovery ISO benutzen werden. Aber kommen wir erst einmal zu der Formatierung des Sticks. Wir klicken auf das HP Formatierungstool. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster mit der Überschrift HP USB Disk Storage Format Tool. Hierbei wählen wir das Device, also in dem Falle den USB-Stick aus, den wir formatieren wollen. In meinem Fall der SanDisk Cruiser mit 4 GB Speicher. Als Filesystem wählen wir jeweils NTFS aus. Als Volume Label tragen wir hier Windows 7 am besten groß geschrieben ein. Bei Formatierungsoptionen wählen wir Quick Format. Nun gut. Starten wir die Formatierung. Es kommt ein Warnhinweis, ob wir wirklich alle Daten, die sich auf dem Datenträger befinden, löschen wollen. Wir fahren mit Ja fort. Gut, es scheint, als wird der USB-Stick nun formatiert. Warten wir ab. Okay, der USB-Stick scheint erfolgreich formatiert worden zu sein. Wir klicken auf OK und schließen das Programm wieder. Was nun zum Einsatz kommt, ist das Entpackungsprogramm 7-Zip sowie die von Microsoft.com runtergeladene Windows 7 Image. Hier sichtbar meine Windows 7 Ultimate Image. Diese ISO entpacken wir nun mit Hilfe des Programmes 7-Zip. Rechtsklick 7-Zip Dateien entpacken. Hier wählen wir ein Verzeichnis aus und drücken auf OK. Wie man sieht, werden nur die Dateien kopiert. Da ich dies aber schon vorbereitet habe, werde ich dies an dieser Stelle nun abbrechen und mit dem Tutorial fortfahren. Okay, hier sind unsere Windows 7 entpackten Quelldateien. Diese benötigen wir.
Nun wechseln wir wieder zu dem Programm WinSetup from USB. Hier wählen wir nun die Schaltfläche Vista Setup PE Recovery ISO aus. Wir klicken diese an. Wir öffnen den Durchsuchen-Button und durchsuchen hier unseren Computer nach den gesuchten Dateien. In meinem Fall Windows 7, Windows 7 Ultimate. Okay. Nun sagt uns das Programm, dass es bereit ist zu kopieren, sichtbar an dem Ready. Des Weiteren sagt uns dieses Programm, dass 2,5 GB benötigt werden und 3,8 auf dem Stick verfügbar sind. Scheint auszureichen. Um den Kopiervorgang nun zu starten, drücken wir auf Go. Der Kopiervorgang wird gestartet. Der Kopiervorgang kann zwischen 5 bis 20 Minuten variieren, je nach Rechengeschwindigkeit und nach Zugriffsgeschwindigkeit des USB-Sticks. Warten wir mal ab. Okay, der Kopiervorgang scheint erfolgreich abgeschlossen zu sein. Erkennbar an dem Done-Fenster. So, WinSetup from USB liest jetzt den USB-Stick erneut ein. Wie wir hier nun sehen, sind nur noch 1,2 von 3,8 GB frei. Scheint kopiert worden zu sein. Ebenfalls sichtbar, dass alle Daten kopiert worden sind, sieht man hier. 961 von 961 Dateien wurden kopiert. Klingt nach einer erfolgreichen Kopie. So, da wir nun den USB-Stick so wie gewollt erstellt haben, können wir nun das Programm schließen. Wir drücken dafür den Exit-Button. Okay, schauen wir uns doch die gerade eben kopierten Daten noch einmal an. Wir wählen den USB-Stick aus und wählen ebenfalls nochmal die Windows 7-Dateien aus. Wie man sieht, sind alle Windows 7-Dateien kopiert worden und zusätzlich auf dem USB-Stick noch Dateien von WinSetup from USB vorhanden. Gut, schließen wir die Dialoge wieder. Sie können nun Windows 7 von dem USB-Stick aus installieren. Sie sollten dabei aber trotzdem Folgendes noch beachten. Stecken Sie den USB-Stick in einen jeweiligen USB-Port ein und starten Sie Ihren Computer. Wählen Sie im BIOS oder im Bootmenü, dass Sie von dem USB-Stick booten. Die Windows 7-Installation müsste ganz normal starten. Sobald die Windows 7-Installation zum ersten Mal neu starten will, entfernen Sie bitte den USB-Stick oder schauen Sie, dass nicht mehr vom USB-Stick gebootet wird wie beim ersten Startvorgang. Wenn beim Neustart wieder vom USB-Stick gestartet wird, startet die Windows 7-Installation von vorne. Deshalb am besten den USB-Stick nach dem Neustart entfernen. Falls ihr dazu noch weitere Fragen habt, scheut euch nicht, meinen Blog zu besuchen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und Spaß bei der Installation von Windows 7. Auf Feedback eurerseits freue ich mich natürlich sehr. Das war's von meiner Seite, viel Spaß noch. Tschüss!